Schönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen am Duisburger Rheinufer. Weit weg, aber auch nicht weniger schön, ist heute mein Bruder Luzi in Moldawien. Lasst uns keine Zeit mehr verlieren und uns zu Luzi schalten. Hallo Bruderherz, alles fit bei dir? Was kannst du uns denn heute so alles Interessantes erzählen? Hallo Jack, hallo meine Freunde. Ja, das ist richtig, ich bin heute in Moldawien. Moldawien wird ganz gerne mal mit W und auch ganz selten mal mit V geschrieben. Oder auch Moldau, Moldawa, genauso wie Republik Moldau und Republik Moldawa. Alle diese Beschreibungen berichten von ein und demselben Land. Das Land, das schon seit Jahrzehnten dem Land Transnistrien die Unabhängigkeit verweigert. Das hinter mir ist die Landesflagge Moldawiens und gleiche seht ihr auch, wo genau Moldawien liegt. In Moldawien redet man amtlich Rumänisch, Gagausisch, Russisch und Ukrainisch. Moldawien ist eine parlamentarische Republik, wird von einem Präsidenten regiert oder einer Präsidentin, hat eine Fläche von 33.843 Quadratkilometern, wenn man Transnistrien mitzählt, und hat zusammen mit den Einwohnern Transnistriens 2.597.100 Einwohner. Puh, eine ganz schöne Menge. Die Währung in Moldawien ist der moldauische Loi. Auch Moldawien hat eine eigene Nationalhymne, genauso wie Transnistrien, welches direkt dran ist. Ursprünglich gehörte das damalige Fürstentum Moldau zum Russischen Kaiserreich. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte es zur Sowjetunion und eigenständig unabhängig ist dieses Land erst seit 1991. 17% der Einwohner, also 12% des Landes, möchten gerne als Transnistrien im Osten des Landes unabhängig sein. Aber das erzählte ich ja schon beim letzten Mal. Das eigenständige Moldau darf aber nicht mit dem anderen Moldau in Tschechien verwechselt werden. Moldawien ist ein Land mit sehr viel Natur. 80% des Landes sind begrünt. Das warme, trockene Klima ermöglicht Obst- und Weinanbau im großen Maßstab. Offiziell besitzt Moldawien 12 Städte mit 39 Bezirken. Ohne Transnistriens Einwohner übrigens beträgt die Anzahl der Einwohner knapp 3,4 Millionen. Die meistgesprochenste Sprache im Lande ist Rumänisch. Schriftlich verwendet man hier die lateinischen Buchstaben. Moldawien ist in Sachen Religionsfreiheit etwas offener als Transnistrien. 90% der Bevölkerung lebt zwar das orthodoxe Christentum aus, jedoch gibt es auch Baptisten, Katholiken, Juden, Muslime und Zeugen Jehovas. Viele beeindruckende Kirchen sind hier zu bewundern. Selbst die seltenen Felsenklöster sind hier zu finden. Seit 1994 bezeichnet sich das Land als neutraler Staat. Seit 1997 gehört Moldau, oder auch Moldawien genannt, als Mitglied zur GUAM-Allianz. Doch auch Moldawien hat die ein oder andere Leiche im Keller. So kontrolliert die Politik komplett die Wirtschaft im Lande. Moldawien hat zwar eine eigene Armee und verfügt über Militär, jedoch ist das Verteidigungsbudget eines der weltkleinsten. Im Land fahren Züge, Busse, Schiffe und fliegen Flugzeuge als öffentliche Verkehrsmittel. Wie in Transnistrien gibt es hier Zeitungen, Fernseh- und Radiosender.
Die Republik lebt vor allem von Landwirtschaft und Industrie und natürlich auch ein bisschen von Tourismus. Knapp 2% des Landes gelten als Naturschutz. Knapp 2% des Landes gelten als Naturschutz. Im Vergleich zu anderen Ländern ist das sehr wenig. Aber immerhin werden Schulen besonders gefördert. Das ist schon mal nicht schlecht. Sehenswürdigkeiten der Republik sind die Klöster, Kirchen, Kathedralen, Burgen, Schlösser und Festungen. Und davon gibt's eine ganze Menge. Sportlich sind sich Moldawien und Transnistrien mal einig, denn beide Länder lieben es, Fußball zu spielen. Eine Besonderheit in diesem Land ist hier der größte Weinkeller der Welt, welcher 85 Kilometer groß ist. Kaum vorstellbar, aber wahr. Ja, und wer noch mehr über Moldawien wissen will und sich das Video Transnistrien noch nicht angeschaut hat, dem empfehle ich dieses. Denn da geht es auch um Moldawien. Wieso, weshalb, warum? Schaut euch das Video an, dann wisst ihr es. Ja, das war es heute auch schon wieder von mir. Ich fliege jetzt gleich schon wieder los, damit ich morgen im Merry Birdland sein kann. Also dann, ciao, ciao. Ciao, Luzi. Jetzt frage ich mich gerade, wo dieses Merry Birdland ist. Na, ich werde es ja spätestens morgen dank meinem Bruder wissen. Der Bericht über Moldawien heute war auf jeden Fall wieder hochinteressant. Und damit verabschiede ich mich bei euch und sage Tschüss, bis morgen. Ich freue mich schon.